Hallo, ich bin Carsten bei Roermond. Und wenn du Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute wieder im deutsch-holländischen Grenzgebiet unterwegs, so ungefähr östlich von Roermond. Ja, ich war ja schon lange nicht mehr hier. Das letzte Mal war, glaube ich, im Oktober, dass ich einen Weg der Wasserwanderwelt gegangen bin. Und ja, zwei habe ich noch offen. Und habe mir dann heute den Weg Meinenfenn ausgesucht. Im Moment befinde ich mich auf dem deutschen Teil der Strecke. Allerdings geht der größte Teil durch das holländische Nationalparkgebiet, de Meijenweg. Und bin mal gespannt, was der Tag so bringt. Es soll heute noch starke Gewitter geben, aber ich bin trotzdem losgelaufen. Ich hoffe mal, solange ich unterwegs bin, hält sich das Wetter. Schauen wir mal. Jetzt geht es hier erstmal durch eine wunderschöne Heidelandschaft. Ja, und plötzlich wird der Weg immer enger und zugewachsener. Da muss man sich schon richtig bücken, wenn man hier durch will. Ja, der Weg ist recht abwechslungsreich. Mal ist man, so wie hier, auf engen Waldpfaden unterwegs. Mal läuft man durch die Heide. Mal ist die Landschaft hügelig. Ja, schon eine interessante Strecke. Ja, hier sieht man einen Teil einer alten Bahntrasse, einer stillgelegten Bahntrasse, die wir hier queren. Und dies wurde früher der Stählerne Rhein genannt. Und zwar war das damals die wichtigste Bahnverbindung zwischen Deutschland und Holland. Ja, das mit dem schlechten Wetter scheint sich jetzt langsam zu bewahrheiten. Es wird jetzt irgendwie immer dunkler.
und immer windiger. Und ich denke mal, ich wollte jetzt eigentlich Pause machen, aber ich habe beschlossen, ich laufe jetzt einfach durch, weil bis zum Auto ist es auch nur noch eine Stunde. Bevor ich gleich noch eine Dusche abkriege, laufe ich dann jetzt lieber durch. Ja, es wird langsam wirklich immer dunkler. Einmal davon abgesehen, dass der Weg hier jetzt gerade durch den Wald geht. Es wird wirklich dunkler. Bin aber jetzt auch, denke ich mal, in einer Viertelstunde oder so am Auto. Von daher werde ich mich dann jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour auf der Wasserwanderwelt ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe also alles richtig gemacht, bin am Auto und jetzt fängt es an zu regnen. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht.